Hallo, ja, mein Name ist Kaulius und Sie kennen mich vielleicht und vor allem auch meine Begeisterung im Hintergrund aus solchen Erfolgsproduktionen wie 10 Tipps zu Facebook oder auch das Zwillingsproblem, also UFix und den Gamesanwalt. Ja, und heute habe ich nichts zu erzählen. Etwas traurig, deswegen sitze ich jetzt schon seit Stunden hier und hoffe, dass irgendwas passiert. Aber ich habe das Gefühl, es passiert heute noch was. Man muss nur dran glauben. Bing bong! Ich glaube, es hat geklingelt. Und ich glaube ja auch, das Gute ist, ich lasse ja immer die Tür offen stehen, damit die Leute einfach reinkommen können. Da muss ich nicht von hier aufstehen und kann bei meiner warmen Heizung bleiben. Hallo? Hallo? Ich komme aus einer viel schöneren Welt. Ich komme aus Schleswig-Holstein? Aus dem sagenumwogenen Schleswig-Holstein? Das gibt's doch gar nicht. Das existiert doch nur im... Ja, genau. Märchen. Aus dem sagenumwogenen Schleswig-Holstein. Und ich habe dir ein Buch mitgebracht. Wenn du darin blätterst und dir wünscht, irgendwo in einer besseren Welt in Schleswig-Holstein wieder rauszukommen, dann geht das in Erfüllung. Ja, und diese besseren Welten, die liegen eben alle in Schleswig-Holstein. Das ist ja... ja... unglaublich. Hier. Und tschüss. Schleswig-Holstein, das Land, wo Milch und Honig fließt. Oh. Das habe ich jetzt geträumt, oder? Wow, ein Buch über Schleswig-Holstein. Wenn ich da drin blättere und mir irgendwas wünsche, dann geht das ja in Erfüllung. Dann probiere ich das doch mal aus. Ja, was wünsche ich mir denn? Einfach mal die Klappe halten. Genau. Puff. Und da halte ich sie auch schon, die Klappe. Naja, fast. Zumindest einen Teil der Hörnbrücke, die wir hier nämlich sehen. Und die ihres Zeichens ein Wahrzeichen von Kiel ist und damit natürlich eines der bedeutendsten Bauwerke der Welt. Die Dreifeld-Klappbrücke, auch Hornbridge hier genannt, beziehungsweise einfach eben die Hörnbrücke oder wie die Kieler sie früher zumindest mal spöttisch nannten, die Klappnicksbrücke. Nämlich deswegen, weil sie eine sehr bewegte Geschichte hat. Die Idee war mal, und die war ja vielleicht gar nicht doof, erstens, dass man eine Verbindung zwischen der Innenstadt hin zur Ostseite der Förde hinbauen wollte. Und die zweite Idee war, dass man dort genau auf der Ostseite ein Norwegen-Terminal gebaut hat, wo bitteschön auch die entsprechenden Besucher zügig und gut zum Bahnhof gehen sollten. Dafür brauchte man eine Brücke, das war mit der Colorline abgesprochen. Und damit man nicht irgendeine Brücke baut, sondern die weltweit bekannteste Brücke überhaupt oder sowas ähnliches. Auf jeden Fall etwas, wo Busladungen voll von Touristen nach Kiel gekarrt werden. So zumindest die Planung. Deswegen baute man nicht irgendeine Brücke, man baute die Dreifeld-Klappbrücke. Und zwar 1997 wurde sie fertiggestellt. Allerdings war sie erstens deutlich teurer dann als das, was mal angesetzt war. Nämlich insgesamt fast 11 Millionen Euro. Knapp 20 Millionen Mark waren es damals. Und zum Zweiten, ja, klappte eben nicht immer was. Gerade in der Anfangszeit war das Teil immer wieder außer Betrieb, weil, ja, eben der Klappmechanismus nicht so funktionierte, wie es denn sein sollte. Daher also ein Dauerthema damals 1997 in Kiel. Aber inzwischen lieben sie sie, die Kieler, ihre Dreifeld-Zug-Klappbrücke. Thank you.
auch im Winter ein wunderschöner Anblick, die Dreifeld-Zugklappbrücke von Kiel. Und damals, 1997, sagte man sich, warum für knapp 20 Millionen eine Brücke bauen, wenn man auch für 21 Millionen D-Mark zwei Brücken haben kann. Nämlich für 1 Million wurde einfach nochmal parallel eine zweite Brücke gebaut, falls die erste, nämlich die Dreifeld-Zugklappbrücke, irgendwann mal ausfallen sollte. Ja, und nun haben wir da also zwei Brücken in Kiel.